Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil 1 Director's Cut. Und genau, Leute, wir waren beim letzten Mal hier und hatten uns noch das Herrenhaus weiter erkundet. Wir haben da den Keller gemacht mit der gruseligsten Musik bis jetzt. Und ja, wir waren jetzt hier in diesem oberen Bereich noch unterwegs, der bis jetzt noch verschlossen war. Ganz genau, und wir müssen jetzt eigentlich nochmal in die Itemkiste, weil ihr seht, wir sind voll. Ne, hier gibt es noch ein paar Räume, die man noch erkunden könnte. Oh, schaut mal, da ist auch noch ein Kraut. Die werde ich auch noch erkunden. Genau, das hier ist noch ein neuer Raum. Ah, wo kommst du denn her? Oh Gott, das habe ich ja gar nicht mehr gewusst, ey. Ja, komm her. Du bist mir zu nah, ganz ehrlich. Ja, wobei. Ja, das war's da mit dem Kraut, ne? Okay. Leute, dann hole ich mir noch das Kraut schnell. Und ja, wir haben ja beim letzten Mal einen Heliport gesehen. Das heißt, hier ist irgendwo noch eine Einrichtung irgendwie, was technologisiert ist. Ja? Und naja, wir müssen uns jetzt erstmal den Weg hier durchkämpfen. Das hier ist, glaube ich, nur ein Gang in einen Gang, wo wir schon waren. Das ist noch ein Zombie. Was wollen jetzt die ganzen Zombies hier? Ich habe noch genug Muni. Ich richte dich kaputt hier. Da sind noch jede Menge Kräuter. Für Gift. Warum denn für Gift? Giftkräuter brauche ich ehrlich gesagt nicht so. Wer frisst da? Oh mein Gott. Schau euch das an. Der Zombie frisst einen anderen Zombie. Wie beim letzten Mal auch. Oh Mann, ey. Ist das widerlich hier. So. Ja, ist okay. Ich schieße den anderen Zombie kaputt. So, liebe Leute. Machen wir einfach mal weiter hier. Hallo? Was ist denn jetzt hier mit... Der steht doch auf da. Der steht doch auf, genau. Schieß ihn kaputt, schieß ihn kaputt. Okay, sehr schön. Der ist auch tot. Ja, seht ihr das? Der hat an dem liebenden Zombie-Kollegen gefressen. Alter Schwede. Gut, was haben wir hier? Die ist verschlossen? Warum? Ach, ich Idiot, ja klar. Scheiße. Da muss ich doch nochmal außen rum. Ach, Mann. Na klar, die Tür ist, das ist die andere Seite von der Passcode-Tür. Naja, gut. Da muss ich halt nochmal einmal außen rumlaufen. Hier ist ja nichts mehr. Ich muss einmal den Fahrstuhl benutzen, tatsächlich. Und einmal wieder runter. Ich hoffe, dass der jetzt auf den ersten Bereich nur fährt und nicht wieder ganz runter in diesen gruseligen Bereich. Shit. Da muss ich irgendwie anders da zur Kiste kommen. Okay. Wo komme ich hier raus? Och nö. Ah, scheiße. Okay. Ja, Leute, hier haben wir uns beim letzten Mal schon umgeguckt. Das ist diese gruselige Küche hier, ey. Geh schnell hier wieder raus. Ich habe keine Lust auf die Musik. Ehrlich nicht. Und ja. Leute, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid beim Let's Play zu Resident Evil 1. Ihr schaut das Projekt wirklich sehr rege, finde ich gut. Und ja. Wie wir jetzt hier weiterhin das Herrenhaus noch erkunden. Ich muss jetzt halt nur irgendwie zu meiner Kiste kommen, aber hier sind wir doch schon. Oder? Das muss es doch sein. Genau, hier noch dieser L-Gang und dann ganz nach da hinten. Ja, 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 okay. Wir sind schon da, kein Stress. Und dann haben wir tatsächlich auch die letzten Schritte gleich in diesem Herrenhaus hier. Hier haben wir ja die Hunter erledigt, schon in der vorletzten Folge. Und genau, Leute, ist euch was aufgefallen in der letzten Folge? Es kam keine Hunter mehr. Ach, wie diese geile Mucke, echt.
Es kam keine Anta mehr bei der letzten Folge. So, wir haben da noch drei Kräuter liegen. Die Magnum-Muni. Die Modiskette kann erstmal raus. Die Magnum haben wir auch schon 18 Stück von. Der Cold Python selber hat doch auch nochmal Muni, oder? Wo ist der Kaiser? Ja, der hat auch nochmal. Wir haben 24 Magnum-Shots. Die werde ich vielleicht brauchen bald, ne? Pack die erstmal weg. Leute, ich brauche den Speicherplatz jetzt erstmal. Dann haben wir da die drei Kräuter. Die werde ich... Nein, ich mache das anders. Kombinieren. 18. Die Muni kann bitte sofort wieder raus, weil die werde ich noch nicht benutzen. So. Ich weiß, ziemlich unaufgeräumt. Die Box, aber ich meine, mein Gott. Ja, diese Kräuter da, die... ich habe kein rotes mehr, ne? Ich habe nur ein A, ein grünes. Dann kann ich mir das zusammenmischen. Dann kann ich das rauspacken. Gute Idee. Sehr gut. Leute, alles klar. Dann würde ich sagen, gehen wir das jetzt mal an. Mit dem Passcode da oben. Ne, ihr könnt euch erinnern, wir haben in der vorletzten Folge einen Passcode bekommen. Und dieser Passcode ist tatsächlich für diese Tür. Hier oben. Da hinten die. Und, schaut mal, ein numerisches Nummernschloss. Du hast den Passcode eingetippt. Muss man auch nicht mal selber machen. Okay, auch interessant. Und schaut mal, wo wir rauskommen. Ha! Ist das nicht geil? Wir kommen jetzt direkt hier raus, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, uns weiter zu erkunden. Und wir können direkt die Kräuter mitnehmen. Ist das nicht geil? Gut. Dann würde ich sagen, werde ich jetzt tatsächlich die drei Grünen zusammenmischen. Weil wir ja hier scheinbar keine Roten kriegen. Ne? Das ist ja auch irgendwie so bescheuert. Wir kriegen hier ums Verrecken keine roten Kräuter. Deswegen mische ich die drei jetzt einfach zusammen. Ich meine, was soll denn der Geiz? Man hat's ja. Ne? So. Ich meine, lieber mehr Medizin haben als zu wenig. Und das Blaue, das kann da meinetwegen stehen bleiben. Ich brauche kein Blaues mehr. Wir werden nicht vergiftet. Beziehungsweise im Moment nicht. Ne? Gut, dann war doch hier noch dieser eine Raum hier. Genau das hier. Und dann würde ich sagen, gucken wir hier nochmal kurz rein, was wir hier noch haben. Auf jeden Fall Munition. Oh, schaut mal. Ein Munidepot. Nicht gut. Explosivgeschütze. Wunderbar, noch mehr davon. Und, was habe ich denn da gesehen, liebe Leute? Eine Batterie. Hier, das da, das ist eine Batterie, Leute. Jetzt kann ich den Aufzug im Garten bewegen. Ganz genau. Eine Batterie. Okay, somit, liebe Leute, war dies der letzte neue Raum. In diesem ganzen Herrenhaus. Na, wenn wir uns jetzt mal auf der Karte umgucken. Wir haben alles. Hier ist nichts mehr, was uns hier verbirgt. Das heißt, wir müssen raus. Wir haben es tatsächlich geschafft. Wir müssen das Herrenhaus verlassen. Ach, liebe Freunde. Wie schön war es hier im Herrenhaus. Auch wenn es schaurig war. Aber es war noch immer so schön ruhig, mal von den Huntern abgesehen. So, jetzt können wir hier ganz schnell durch. Durch diese Passcode-Tür. Und, ja. Dann können wir jetzt noch kurz die Muni ablegen. Ja, oder soll ich die mitnehmen? Wartet mal, Leute, weil da draußen... Ja, ich weiß, dass wir bald in den Bereich kommen werden, der anstrengend wird. Mit vielen Huntern. Auch mit ein paar Räumen mit zwei Huntern. Ich bin am Überlegen, ob ich die Bazooka jetzt mitnehmen soll. Geil. Und, ja.
auch, ob ich die Bazooka und die Schrot mitnehmen soll. Die Batterie brauchen wir, das ist keine Frage. Haben wir irgendwo noch Explosive Rounds? Da war das Farbband, die Magnum. Wir schaut mal, wir haben 24 Schuss. Also das werde ich jetzt benutzen. Also ich meine... Ja... Ich habe halt keine Shotgun-Muni mehr, ne? Die Adler-Medaille, die Modis-Kette, Magnum, Bazooka. Ich meine, wir haben noch 6 Schuss. Dann sind wir aber auch voll. Aber wartet mal, ich kann das noch mal kombinieren. Und die Batterie werden wir gleich auch los. Ich glaube, so können wir losziehen, Leute. Okay. Sehr schön. Verabschiedet euch vom Herrenhaus. Es war so schön hier. Ja, wird einem schon ein bisschen wehleidig. Vor allem, wenn man weiß, was da noch kommt, ey. Oh mein Gott. Wenn man weiß, was da noch kommt, dann wird einem echt schaurig. Ja. Okay. Aber es muss sein. Also es muss sein. Wir müssen hier raus. Wir müssen ja noch jetzt den Weg zu diesem Heliport da finden, ne? Würde ich sagen, machen wir das einfach mal. Dazu müssen wir nämlich auf die andere Seite komplett. Schaut euch das an, die Anfänge von diesem Spiel. Wir laufen noch in der allerersten Haupthalle rum. Ist das nicht geil? Gut, liebe Leute, würde ich sagen, jo, machen wir uns mal auf den Weg. Auf die andere Seite. Wie den Hundegang. Ich weiß, es ist bescheuert, aber ich werde diesen Gang immer Hundegang nennen. Hier steht ja die Leiter wieder im Weg. Und da müssen wir uns jetzt in die Gartenanlage wieder begeben. Genau. Ah! Spinnen! Boah, hab ich mich erschrocken. Nö, die mache ich jetzt nicht, Leute. wir müssen hier sowieso nie wieder hin. Boah, wo kam die denn her? Gut, alles klar. Hier habe ich auch schon alle platt gemacht, glaube ich. War das hier schon? Ich glaube, das war hier. Nee, das war hier nicht. Stopp. Das war falsch. Chill. Das war falsch. Wir sind sowieso jetzt Zombies, aber nö. Nö, nö. Ich lasse sie da verrecken. Ja, wobei... Was passiert denn mit Zombies, wenn man die lange nicht füttert? Ah, ah. Um Gottes Willen. Boah, hab ich mich erschrocken. Du Drecksvieh. Ey. Oh, wie viel... Warum stehen hier noch Hunter rum? Hier war ich doch schon. Oh Gott. Und ich lauf voll rein. Oh Gott. Ich bin aber noch im grünen Bereich. Ha. Okay, da ist keiner mehr. Boah, stand hier noch ein Hunter drin rum, ey. Oh Gott. Ja, sorry, den musste ich jetzt mit einem Säureschuss platt machen. Der war mir zu nah dran. Steht hier auch noch einer? Oh Gott. Nee, okay, oh Gott sei Dank. Alles klar, wir sind aus dem Herrenhaus raus. Alles klar. Jetzt ist hier auch noch einer. Hör auf. Hör auf. Hör auf hier. Ach, Dreckshunter. Und? Nein. Um Gottes Willen. Danger. Scheiße. Ja. Da muss ich jetzt schon meine Medizin benutzen. Ich renne ohne Medizin rum. Boah, scheiße, ich hätte vielleicht noch eine mitnehmen sollen. Aber gut, Leute, sind wir mal mutig. Ach! Scheiße. Ich muss sowieso nochmal zurück. Oh, ich Idiot. Ach. Ich muss diese scheiß Kurbel nochmal mitnehmen.
Oh Mann, ja, das tut mir jetzt leid. Also, dass ich da jetzt nochmal zurück muss. Damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr gerechnet. Aber gut, es ist ja zum Glück. Hier sollte es eigentlich schon sein, ne? Ja, genau hier. Ist ja nicht ganz so weit. Okay. Alles klar. Sehr gut, Leute. Dann sind wir auch schon an unserer Box. Und dann nehme ich mir noch eine Heilung und die Kurbel mit. So. Gut, aber wir sind auch ziemlich voll. Der eine Shotgun-Schuss, ja, okay. Nimm dir bitte noch eine Heilung mit. Die Adlermedaille, nee. Genau, die Heilung und die Kurbel. Dann sind wir sowieso. Wartet mal, dann sind wir voll. Warte mal, dann nehme ich jetzt. Die Muni nehme ich mal raus. Ich brauche nämlich noch den einen Platz. So, da ist die Quadratkurbel. Die Muni nehme ich dann bei der nächsten Kiste wieder mit rein, weil auf unserem Weg werden wir auch noch eine Kiste finden. Gut, alles klar. Jetzt aber wirklich raus hier. Wirklich raus aus diesem Herrenhaus. Es war schön. So. Haben wir jetzt auch die Hunter hier auf dem Weg besiegt. Warum waren die auf einmal wieder da? Ich habe die doch auf dem Rheinweg. Habe ich die auch platt gemacht. Ja, das war schon ein Schock. Okay. Gut, da haben wir jetzt noch einen Platz frei. Wir haben die Kurbel dabei. Dann können wir jetzt wirklich hier raus. So. Wir wollen noch was Neues sehen hier in dieser Folge. In den nächsten 10 Minuten. Gut. Leute, da wir jetzt eine Batterie haben, können wir. War das nicht hier? Nein, es war nicht hier. Wartet mal, wie war das denn jetzt nochmal? Irgendwo war hier ein Fleck, wo wir die Batterie einsetzen können. Ich glaube, das war auf der anderen Seite komplett, oder? Aber wir müssen uns jetzt tatsächlich einen Weg nochmal frei bahnen. Ah, ne, hier war das mit der Kurbel, okay. Weil ihr könnt euch erinnern, was ich beim vorletzten Mal erwähnt habe. Die Leiter im Garten. Und hier haben wieder die Schlangen runtergefallen, ey. Die Leiter im Garten. Und da würde ich sagen, kümmern wir uns jetzt mal drum. Okay. Liebe Leute, Aufzug. Und dann müssten wir eigentlich jetzt. Genau, jetzt sind wir im richtigen Bereich. Gott sei Dank habe ich hier alles platt gemacht, ey. Seht ihr das, Leute? Hier müssen wir nämlich gleich rein. Aber das Wasser fließt noch. Und Jill will sich nicht nass machen. Das heißt, ja, wir holen uns jetzt hier die Batterie. Stecken die hier rein oder packen die hier rein. So. Somit funktioniert dieser Aufzug. Und wir können jetzt, da wir von der anderen Seite hochkommen und hier einen Durchgang haben, quasi in diesem Bereich, können wir dort hinten das Wasser wieder abstellen. Ha, ganz genau. Leute, und ja, mache ich das noch schnell. Und dann gehen wir in den nächsten gruseligen Bereich hier rein. Das wird heftig auch. Das wird ein extremer Bereich. Gut. Aber erstmal hier noch schön im Garten Kurbel benutzen. So. Kurbel, Jill. Du bist eine starke Frau. So. Wir haben die Schleuse wieder zugemacht. Das heißt, jetzt ist es hier natürlich voll mit Wasser. Wir können hier nicht mehr hin. Genau, das ist Wasser, ja. Aber wir haben uns ja jetzt den Fahrstuhl hier aktiviert. Da hinten, ne? Und genau, den können wir jetzt wieder benutzen, um da wieder in den anderen Bereich reinzukommen. Und jetzt sollte die Leiter freigelegt sein. Oh mein Gott, ey.
Hat eine Komplexität hier, aber ich... Hä? Wartet mal, was? Hä? Muss ich hier... Hä? Wartet mal. Was ist denn hier jetzt los? Doch, okay. Ich dachte schon. Hä? Der muss doch funktionieren. Ja, er funktioniert. Gut, Freunde. Dann. Freunde des Horrors kommen hier voll auf die Kosten, ey. Beziehungsweise des Survival-Horrors. So, wir haben die Schrot ausgerüstet. Rüste die bitte aus. Weil ihr seht hier, das Wasser hat aufgehört zu fließen. Und wir können jetzt hier in diese dunkle Leiter reingehen. Okay. So. So. Wir sind jetzt hier in einem unterirdischen Bereich. Gartenanlage B1. So, ich gehe erstmal hier in diese Tür rein. Und ja. Hier hätte ich eigentlich eine Musik im Kopf. Barry! Oh, Jill. What good timing. A moment ago I heard someone's voice coming from this hole. Let's go together since it's dark and we can't see very well. So, liebe Leute, jetzt wird's nämlich sehr wichtig. Fürs Ending tatsächlich, weil fürs gute Ende brauchen wir, glaube ich, hier Barry. Und natürlich wollen wir zusammen gehen. Okay, let's go. Okay, then I'm gonna cover you. Let's hurry. Hey, are you all right? I can go first if you want me to. So, jetzt wird's wichtig. Möchtest du, dass er zuerst geht? Nein, weil wenn er zuerst gehen würde, würde er in einer speziellen Katze nicht auftauchen. Also. Okay, let's go, Barry. Genau. I'm depending on you. Was? Habe ich jetzt das Falsche ausgewählt? Nein, nein, ich darf als erstes, ja. Ah, perfekt. Okay, was haben wir denn hier für eine braune Box? Okay, das ist nichts. So, Leute, wir haben jetzt hier... Wir sind mit Barry unterwegs und wir haben jetzt zwei Gänge. Gut, aber ich glaube, wir müssen erstmal hier hinten rein. So, Barry, komm mit. Alles klar. So. Hier ist jetzt diese gruselige Mucke. Boah, Leute. Was ein Soundtrack. Okay, was ein Soundtrack hier, ey. Da krieg ich mal... Oh! Oh Gott, Barry, mach ihn platt. Oh. Oh, danke, Barry. Du bist ein geiler Buddy. Danke. Genau, wir haben jetzt quasi einen Barry-Bonus. Okay, wir gehen jetzt hier irgendwie immer weiter rein, ne? Aber wir sind schon richtig, tatsächlich. Okay. Gehen wir, Barry. Los. Was haben wir denn hier? Hier ist so eine Höhle. Ah! Is that Jill? Cutscene. Is that voice Enrico's? Yeah? You're alive! Wait there! Are you with anybody, Jill? What? Oh, yes! Enrico! So, Barry and Jill together. Are you all right, Enrico? The stars are doomed. Someone is a traitor. Everything was plotted from the start by Umbrella. Ha! Ah! Enrico! Tatsache. Leute, ja, sehr interessant. Wir haben einen Kollegen getroffen, Enrico, und
Er hat es natürlich nicht geschafft, wie immer. Aber er hat was Interessantes erzählt. Und zwar, er wusste auch davon, dass die Stars anscheinend dem Untergang geweiht sind. Und, naja, es läuft hier ein Verräter rum. Und wir haben ihm Schritte gehört und er hat ihn halt abgeknallt. Wir können uns schon denken, wer das ist, aber ich sag erstmal nichts. Barry untersucht ihn. Habt ihr nicht noch irgendwie Munition oder so? Ich weiß, das ist ein bisschen makaber, aber okay, nö. Enrico. Okay, alles klar. Barry, kümmer du dich um ihn. Ja, ziemlich krass. Ach, fast übersehen. Was soll er denn hier liegen? Noch eine Kurbel. Wunderbar. Wir haben noch eine Kurbel. So. Das ist aber eine andere. Muss ich mal checken hier. Das ist eine andere Kurbel tatsächlich. Das ist eine Sechskantkurbel. Wird noch wichtig. Wird noch wichtig. So, aber erstmal... Ich weiß, wir überziehen jetzt ein bisschen, aber ich möchte gerne diesen Bereich noch fertig machen. Ey, das ist ein ziemlich ekliger Bereich hier, deshalb den möchte ich gerne noch hinter mich bringen. Ey. Wobei es ab jetzt wirklich nicht mehr einfacher wird. Seht ihr das? So. Mann! Hunter. Hunter-Schweide hier. So. Wo rennt denn der andere rum? Oh, da! Oh. Die sind zum Glück mit einem Schuss weg. Das ist ziemlich effektiv. Die Explosivmuni ist ganz schön effektiv. So. Wir sind gerade da rausgekommen. Wir müssen hier lang. So, was haben wir denn hier? Da hinten ist noch irgendwas. Boah, diese Musik, die ist so unbehaglich hier. Ah, noch mehr. Das ist ein Stromgenerator, aber der funktioniert nicht. Stromgenerator in der Höhle. Hm? Klar. So, Explosivgeschosse, die können wir auf jeden Fall gebrauchen. Und wir haben da ein Heilungsspray. Sehr schön. Boah, diese Sounds hier. Oh, mach mich nicht so nervös, ey. Ja, ja, okay, das ist ein Stromgenerator. So, das heißt, wir sind jetzt hier aus diesem Bereich hinten raus. Und dann kommen wir eigentlich auch schon wieder hier hinten rein, okay. Oh. Ja, das hört sich so an, vom Soundcheck her, als wären wir tatsächlich auf dem Weg. Oh Gott. Oh Gott. Nein, wo denn? Ah, da! Die sieht man immer so spät, die Biester. Okay, wir sind im gelben Bereich. Alles klar. Sind wir jetzt wieder rausgerannt, oder was? Ja, genau. Aber das ist korrekt so. Hier in diesem Bereich braucht man tatsächlich die Karte, finde ich. Weil sonst könnte man sich hier stundenlang verirren. Wirklich. Weil, naja. Ich habe jetzt irgendwie Schiss, dass hier ein Hunter angesprungen kommt. Und mich dann... Ah, da ist zumindest ein Speicherpunkt, aber ich habe ja kein Fahrband mit. Deshalb jetzt hier mit dem Safe Stat. Gut. Dann, was haben wir denn hier dann noch? Aha. Okay, das heißt, liebe Leute, hier können wir nicht hin. Ein Loch ist offen und ich kann da nicht drüber springen. Aber wir haben ja hier ein sechseckiges Loch. Da benutzt man die Sechskantkurbel, Jill. Genau, dreh mal schön. Ich glaube, hier gibt es nämlich auch eine Sache, die wir hier beachten müssen. Aber hier noch nicht, Leute. Hier noch nicht. Genau, so öffnet sich da dieser Weg zu dieser Tür. Kurbel haben wir wiedergekriegt. Genau. Gut, und somit können wir hier rüber in diese Tür. So, Leute, dann
Bin gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Ich hoffe, bald der Speicherraum. Bitte keine Hunter. Wo bin ich jetzt? Okay, das ist einfach nur... Okay. Ah! Die Stelle. Ich verstehe. Jetzt wird's nämlich cool. Und? Geh zurück. Schau dich das an. Ein rollender Felsbrocken. Och, Indiana Jones. So. Wunderbar. Wir haben einen auf Indiana Jones gemacht. Da liegen noch Explosivgranaten. Och, Leute. Hört ihr doch mal auf jetzt. Dreh dich doch in Richtung des... Dreh dich in Richtung des Hunters. Das habe ich auch noch nicht gesehen, dass die einen jetzt so... okay. Dass die einen so verfolgen. Karte. Ah, schaut mal. Ja, aber ich muss irgendwo jetzt bald mal zum Safe-Raum kommen, weil ich möchte gerne umrüsten. Nein. Da war doch der Hunter, verdammt. Ich muss da in das Loch da rein, du Indiana Jones mäßig hier, ey. Das war cool. Von der Kugel wegrennen. So, aber... Was? Was, was, was? Eine Riesenspinne! Okay. Eine Riesenspinne hier. Um Gottes Willen. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet mit dieser Riesenspinne. Wir haben es geschafft. Okay. Eine Riesenspinne. Das wollte ich doch eigentlich noch gar nicht. Scheiße. Das wollte ich doch eigentlich noch gar nicht. Aber wir haben es jetzt schon platt gemacht. Okay. gut. Aber wo? Map. Wo ist denn jetzt dieser blöde Speicherraum? Hier war doch irgendwo ein Speicherraum. Ist da was? Ihr werdet mich jetzt verprügeln, aber... Nimm das. Verdammt. Ich weiß nicht, wo dieser scheiß Speicherraum ist. Hier unten war irgendwo ein Speicherraum. Hier muss ich auch nicht hin, ich muss da vorne hin. Ach verdammt, aber ich glaube, wir sind zu voll. Das ist, wir sind itemmäßig zu voll. Es tut mir leid. Ich muss jetzt gleich die Brandmuni muss ich hier noch mitnehmen. Die muss ich mitnehmen, weil die brauche ich. Und dann sind wir schon wieder voll hier wegen den zwei Kurbeln. Ach Mensch. Ja, vielleicht geht's ja da weiter. Wartet mal. Zum Glück hat das hier die Wand kaputt gemacht, ne? sonst wäre es übel geworden. Ich spiele jetzt wirklich noch bis zum nächsten Speicherraum. Ihr seht das, ne? Da liegt nämlich auch noch ein Item und da liegt auch noch ein Farbband. Ja, toll. Das ist es jetzt halt. Ich komme hier nicht weiter, weil ich itemmäßig voll bin. Ach. Das kann doch nicht sein. Ich komme hier nicht weiter. Da liegt nämlich ein Messer und ich kann es nicht mitnehmen, ich Idiot. Wartet mal, Map. Ist hier kein Speicherraum? Nee, irgendwie nicht gerade. In diesem ganzen Bereich ist kein Speicherraum. Das ist... Das ist echt übel. Weil wir brauchen das Messer, um hier reinzukommen, Leute. Ich muss nochmal zurücklaufen. XXL-Folge. XXL-Folge, weil die letzte halt kürzer war. Und ja, Leute. Dann muss ich jetzt halt wieder hier rauslaufen. Ich hoffe, dass ich richtig laufe. Da muss ich leider nochmal zurück. Es tut mir leid. Wenn es hier keinen Speicherraum gibt, irgendwie. Da ist zumindest die Schreibmaschine, ne?
Hier muss es doch einen Speicherraum geben. Nee, ich war überall. Ich war überall. Es gibt hier keinen Raum mehr. Ja, Leute, da muss ich leider nochmal zurück. Bleibt uns keine andere Möglichkeit. Tut mir leid. Aber es ist ja nicht ganz so weit. Na, jetzt sind wir noch, gehen wir noch einmal ein letztes Mal doch tatsächlich zurück ins Herrenhaus hier. So. Ach Mann, das ist nervig mit dem Item-Management hier. Aber gut, es ist halt, ja, nötig. Sagen wir es mal so. Weil man will ja auch möglichst sparsam sein. Und, naja, möglichst effektiv halt auch. Ne? So. Aber wir sind ja schon fast da, also es ist ja nicht wirklich weit. Genießen wir nochmal das Herrenhaus. Weil ich habe schon so oft gesagt, dass wir jetzt rausgehen, aber... Naja, gut. Ich sag das lieber nicht mehr. Gut. Boah. Wir überziehen gerade heftig, aber... Was soll ich machen? Ich möchte halt weiter in diesem Speicherraum da. Ich weiß, dass da ein Speicherraum ist. Ich kann mich nicht verarschen. So, die Hunter hier sind zum Glück weg. Okay. Das heißt, wir haben hier jetzt noch einmal diese Musik. So, aber nur kurz. Ich muss mich mal entschlacken hier. So, weil Heilspray möchte ich auch nicht benutzen. So, jetzt nochmal Item-Management, die Knarre. Nimm die raus, oder? Ne, nimm die Brandmoni raus, tausch die gegen... die Adlermedaille, nee. Das hier tausche ich gegen gemischtes Kraut, aber nichts mit Blau, sondern Grün, Doppelgrün, Rotgrün habe ich sogar noch eins, sehr gut. Die Kurve kann komplett raus. Und ja, ich bräuchte eigentlich noch einen Platz, das heißt, ich muss die Knarre muss ich rausnehmen erstmal. Die Handgun, ja, das ist, die Beretta muss raus. So. Weil ich echt in der Hoffnung bin, dass dann nach diesem Spinnenraum, wo die Krisenspinne war, dass da dann tatsächlich irgendwann der Speicherraum dort kommt und ich dann abspeichern kann und die Folge beende. Aber müssen wir jetzt mal erstmal gucken. Ich meine, wir müssen dieses Messer nicht mitnehmen, ne? Wir hätten selber eins vom Anfang, aber wenn es schon da nicht so nett liegt, ne? Würde ich sagen, nehmen wir es mit. Alles klar, gehen wir nochmal raus. Gut, liebe Leute, dann hoffe ich, dass euch das nach wie vor hier gefällt. Wir sind die Evil 1 Director's Cut. Und ja, wir neigen uns wirklich dem letzten großen Gebiet zu, ne? Es ist wirklich jetzt, ja, halbe Ziele gerade. Beziehungsweise, nee, Zielgrad noch lange nicht, aber gebietemäßig ist das jetzt schon die halbe Zielgrad, ja. Definitiv. Gut, dann gehen wir wieder in den gruseligen Bereich darunter. So. Aber das haben wir doch ganz gut überstanden mit den Huntern da, würde ich sagen. Dank unserer Bazooka sind die One-Hit. Und was die können, kann ich auch. One-Hit. Deshalb, ja. Karma schlägt zurück, Freunde. So. Dann muss ich jetzt echt nochmal überlegen. Ach, verdammt, ich bin wieder auf beide Tasten gekommen hier. Ja. Ich muss direkt geradeaus durch. Okay, geradeaus und dann die Kurve laufen. Die Kurve laufen, okay. Alles klar. So. Dann sind wir nämlich gleich wieder in dem Indiana-Jones-Bereich. Und, naja. Dann können wir jetzt hier ja hoffentlich weiter und dann irgendwann mal in den Speicherraum kommen. Meine Güte. Gut. Hier war die Riesenspinne. Fahrband, das nehme ich erstmal nicht mit. Das ist doch ein Fahrband. Ja, das ist ein Fahrband, ganz klar. Aber das hier nehme ich mir mit. Messer. Das ist ein Kampfmesser. Genau wie das andere.
Dieses Kampfmesser müssen wir jetzt tatsächlich auch einmal ausrüsten. Um hier das hier kaputt zu machen. Schau dich das an. So. Bam. Bam. So. Tür ist vom Unkraut befreit. Das lädst du mal bitte nach. Okay. Dann gehen wir weiter. Oh, ja. Okay. Jetzt geht's wieder los hier mit der Musik. Zwei Räume. Ich hoffe ja, dass die rechts tatsächlich... Kein Hunter, okay. Ich hoffe ja, dass das hier der Safe-Raum ist. Ist es das? Es ist der Safe-Raum. Es ist der Safe-Raum. Wie ich es mir gedacht habe. Ich wusste doch, dass hier ein Safe-Raum ist. Gut, Leute, dann... Erste-Hilfe-Spray nochmal. Dann blaues Kraut. Das kann ich ja jetzt alles mitnehmen. Das ist ja jetzt... Wir sind ja jetzt hier direkt an der Kiste. Gut, Leute. Dann Farbband nehme ich auch mit. Komm, nimm das auch mal mit. Das ist eine alte Schreibmaschine. Ja, ist okay. Ja, wobei, eigentlich könnte ich das ja mal machen. Ah, verdammt. Ja, ist okay. Ist okay. So. Pack die Sachen weg. Erstmal das Messer vor allem. So, warte mal, das Farbband. Nehme ich mal raus. Ja, die Kiste ist ziemlich voll geworden. Die Muni. Ich weiß nicht, die Muni werde ich vielleicht sogar wieder brauchen. Ne? Aber die Kiste ist echt voll mittlerweile. Krass. So, dann nutzen wir das Farbband. Ach, diese Musik, ey. So beruhigend. Gut. Jetzt alles klar. Dann hier, speichere einfach mal. Komm. Ja, hauen die Tasten. Sehr schön. Gut, dann bin ich mal... Dann bin ich jetzt gerade am Überlegen... Wie heißt der Raum hier? Wie heißt der Raum hier? B1 irgendwas. Ich will gucken. Courtyard. Ah, okay. Gartenanlagenraum also. Okay. Ich bin ehrlich gesagt nicht mehr so sicher, wie ich mich jetzt hier ausrüsten muss, aber ich glaube, ich brauche die normale Waffe wieder. Die Beretta mit Muni. Wo ist der Clip? Wo ist der Clip? Da ist der Clip. Gut, dann können wir so beim nächsten Mal. Schrotflinte kann erstmal raus. Der eine Schuss werde ich niemals benutzen. Dann kombinieren. Und genau. Liebe Leute, dann würde ich mal sagen, machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Dann hoffe ich mal, dass euch die Folge gefallen hat. Und wenn ja, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Lasst die Glocke läuten, würde ich mich sehr freuen. Erzählt es gerne weiter in den Kanal. Und ja, wie es hier weiter geht, sehen wir beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Tschüss, tschüss.